Hallo und herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, der im wahrsten Sinne des Wortes mit Abstand wohl herausforderndste Muttertag der letzten Jahrzehnte ist der in der Corona-Zeit. Da wollen wir gratulieren, aber das macht nicht nur ich, sondern Promis und eigene Kabarettfiguren. Den Anfang, den macht Arnold Schwarzenegger. Bitteschön. Ja, vielen Dank, es ist eine große Freude für mich, den Anfang zu machen, denn der Muttertag ist ein spezieller Tag im Leben von jeder Mutter. Auch von der Essigmutter, Schwabmutter, von jeder. Und an alle Mamas in der ganzen Welt, it's a very special day for you. Und ich sage alles Gute, you are graduated. In diesem Sinne, hasta la vista, Mama. Dankeschön, Arnold Schwarzenegger. Aber man kann ja den Muttertag auch transzendent begehen, künstlerisch sehen. Oder wie siehst du das, André, lieber Andrea? Ja, ich sehe so, dass ich sage, komm herab, liebe Mutter des Geistes, komm herab auf muttertäglichen Flügeln aus dem Nirvana der gratulierenden Fantasie auf die Erde der gedichtsaufsagenden Blumensträuße, auf das ihr alle erlebt, der wahre Muttertag ist im Kopf. Und ist er nicht im Kopf, so ist er überall. Papa! Ja, Papa, André Heller, vielen herzlichen Dank. Was ist denn die Erfolgsformel der Mütter? Da wollen wir ein bisschen auf den Grund gehen und haben einen gefunden, einen Wissenschaftler, Dr. Dr. Cognatius Rath mit seiner Muttertagsformel. Bitte schön. Hallo liebe Zuschauer, ich habe hier die Erfolgsformel der Mütter. Sie ist ganz klar, maximale Unterstützung plus tolles Tun ist Erfolg zum Quadrat. Jawohl, liebe Mütter, jetzt sehen Sie rot, grün, blau auf weiß, wie toll Sie sind. Also, alles Gute und auf Wiedersehen. Vielen Dank, Dr. Dr. Cognatius Rath. Und zum Abschluss kommen wir zu einem, ja, der hat immer so ein Thema mit seiner Schwiegermutter das ganze Jahr und hat dann wieder einiges am Schwiegermuttertag auszubügeln. Und auch er ist heute unser Gast. Herzlich willkommen, der Biobauer Hinagl. Okay, da muss ich jetzt durch. Hallo, liebe Schwiegermutter. Du machst die beste Kräuterbutter. Doch in den Corona-Zeiten sehe ich dich, Gott sei Dank, nur von der Weiten. leider nur von der Weiten. Mit Abstand und mit Händewaschen tue ich dich täglich überraschen. Ich sehe zwar, du hast viele Kilos, viele von denen wirst du nie los, aber was soll's? Piep, piep, piep. Ich hab dich hip. Ja. Bitte? Achso, der letzte Satz war nicht so verständlich. Ah, probier's nochmal. Piep, piep, piep. Ich hab dich hip. Ja, es geht halt nicht so leicht von der Zunge. Was soll's denn heißen? Ich kaufe ein Sieb, ich sehe den Dieb. Ich hab dich lieb, natürlich. Ja, jetzt ist es draußen. Meine Güte, das wissen jetzt alle. Das ist mir jetzt nicht so recht. Hallo, könnte man vielleicht den letzten Satz ein bisschen abändern, bitte? Gut, also während der Hinagl noch versucht, das Allerbeste aus seinem Clip herauszuholen, sage ich vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen, wünsche auch einen wunderschönen Muttertag. Alles Liebe, gesund bleiben und bis zum nächsten Mal.